Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Projekt von mir, nämlich Mario Kart Wii. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum neues Projekt? Ich meine, es gab es schon mal auf meinem Channel, es ist allerdings schon sehr lange her auf jeden Fall. Und wir spielen ja nicht einfach nur reguläres Mario Kart Wii, wie auch bestimmt schon jetzt einige an diesem Menü erkennen. Ich spiele nicht einfach normales Mario Kart Wii. Ich habe euch versucht mit dem Intro zu trollen, versteht ihr, weil halt das Intro dort ab und zu erscheint, das ist ja schon das Originale. Aber wir spielen Mario Kart Wii CTGP Revolution, ganz ausgesprochen. Das ist, ja wie soll ich sagen, es ist auf jeden Fall so ein Fanmade-Ding, was von Mr. Bean, 35.000 VR und Cheddar's, wie schon unten steht, gemacht wurde. Überwiegend glaube ich von Mr. Bean, aber ich glaube auch von Cheddar's. Und ich werde auch sein, er hat nämlich einen YouTube-Kanal, ich werde seinen Kanal auch in den Video-Endcuts mal verlinken. Und der macht tatsächlich auch noch heutzutage Stuff für Mario Kart Wii, also wer denkt, ja Mario Kart Wii schon alter Hase, der abgelaufen ist, weil das ja jetzt schon inzwischen sehr alter, gutes Mario Kart Wii. Nee, Mario Kart Wii, da wird immer noch Stuff für gemacht, das ist richtig krass. Auf jeden Fall werden wir uns Mario Kart Wii CTGP, weil wir haben schon im damaligen Projekt die normalen Cups alle behandelt und in Mario Kart Wii CTGP geht es um so ein bisschen anderen Stuff und ich werde euch mal zeigen, was das sein wird. Mario Kart Wii CTGP ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, finde ich, die, kostenlos ist, Leute, kann ich nur sagen. Vielleicht verlinke ich euch auch hier in diesem Video, wie ihr das kriegen könnt, falls ihr das haben wollt. Auf jeden Fall werden wir das im Versus-Rennen einfach regeln immer. Wir werden ein Cup pro Part machen. Wir fahren auf 150 CCM. Den Computer lassen wir auf normal, weil ich die Strecken nämlich nicht kenne, das wird blind. Ich habe mir nämlich noch keine dieser CTGP neuen Strecken angeschaut. Es gibt zwar auch Retro-Strecken sozusagen, die mit integriert sind, die habe ich mir schon zum Teil angeschaut, aber ich habe mir keine neue, also komplett neue Strecke angeschaut und deswegen wird das sozusagen das meiste blind, deswegen lasse ich sie auf normale Computer. 150cc natürlich, kein Spiegel, Fahrzeuge alle natürlich, Kurs auswählen, Items lassen wir auf Standard und 4 Rennen eben, also ein Cup halt pro Part. Wir machen Solo-Rennen, also wir machen keine Team-Rennen, vielleicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich in diesem Let's Play plane, vielleicht werde ich auch noch andere Bonus-Sachen machen, Team-Rennen, online, weil das hat nämlich auch einen Fanmade-Online-Service, das habt ihr auch gleich im Titelscreen unten gelesen, das ist richtig krass einfach hier, wie das Boom. Und ich weiß auch nicht, ob ich andere Charaktere über die Parts mal spielen sollte, aber vorerst will ich mit meinem Main gehen und mein Main ist Knochen-Trocken, deswegen Knochen-Trocken an den Start bringen und mein Main-Kart, was heißt Kart, Bike, ist Willi-Bike. Ich habe manuell seit kurzem angefangen zu üben. Ich bin nicht ein Profi im Manuell, also ich bin definitiv kein Competitive Mario Kart Wii Spieler, falls ihr das jetzt denkt. Also erwartet von mir nicht das Allerkrasseste, aber ich werde mein Bestes geben. Und hier sind eben die normalen Cups. Hier haben wir Pilz, Blume, Stern, Krone, Panzer, Banane, Blatt und Blitzcup. Das sind so die, die wir alle kennen, aber ihr seht, es gibt noch Pfeile und es geht weiter. Blooper Cup und Riesen Mushroom Cup. Das ist etwas, was es definitiv nicht im Original-Game gab. Und hier sind wir nämlich beim Clou angekommen. Das hier sind alles die bekannten Strecken von Mario Kart Wii, die wir auch alle schon behandelt haben, diese ganzen Cups hier. Diese 8 Cups dürfen es sein. Oder warte, ja, es sind 8. Nein, es sind nicht 8, oder? 2, 4, 5, 6, 7, doch 8, genau. Aber wir werden pro Part einen dieser komplett neuen Cups behandeln und wir fangen an mit dem Blooper Cup in diesem Part, welcher Dawn Township GBA Cheap Cheap Island hat. Also das ist eben eine Retro-Strecke, die habe ich auch noch nicht angefahren tatsächlich. Das ist eine komplett neue. ASDF Course, also da kann ich mir auch nichts drunter vorstellen. Ich kenne ASDF Movie, aber ASDF Course. Vielleicht ist es daran angelehnt und Sky Shrine. Also ich bin richtig gespannt und wir beginnen mal, würde ich sagen, mit Dawn Township. Ich persönlich freue mich drauf, weil es eben auch blind wird. Also ich freue mich sehr auf dieses Let's Play. Ich hoffe ihr auch. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da ruhig gerne. Wenn nicht, dann schreibt ruhig, warum nicht. Und also der Intro spannend. Oh, okay, jetzt funktioniert das. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Das ist so eine. Oh no. Da ist ein Ketten und der frei auf Fuß ist. Okay, das könnte ein Problem werden, Leute. Das könnte ein richtiges Problem werden. Wie gesagt, ich kenne die Strecke nicht, es ist blind und ich hoffe, ich werde da nicht komplett reinzacken. Aber ich habe so dieses Gefühl, dass ich irgendwie gefühlt 90% der Zeit irgendwie letzter werde. Nein, vielleicht nicht letzter, aber erster werde ich auf jeden Fall nicht jedes Mal werden. Das kann ich jetzt schon garantieren. Vor allem, weil ich auch die Wege eben nicht weiß. Die CPU wissen das schon zum Teil. Oh, Wheelie Bump, nicht cool. Ah, aber die Musik. Das ist Rainbow Road Musik. Das heißt, ich muss gut sein. Ah, ich sehe auch, das ist eine Dingsstrecke, eine Abschnittsstrecke. Das wurde ja in Mario Kart 8, soweit ich weiß, eingeführt. Oder gab es das schon davor? Nee, ich glaube, es wurde in Mario Kart 8 eingeführt. Und Abschnittsstrecken sind ja sowieso, ja, finde ich, ein Highlight irgendwo. Also hier, die Strecke sieht auf jeden Fall echt cool aus, muss man schon sagen. Und dadurch, dass es eine Abschnittsstrecke ist, oh Gott, da ist eine dieser Kettenhunde. Bitte fresst mich nicht. Okay, hier ist natürlich das Driften gerade sehr nice. Ah, die Nachtgumbas. Boah, das macht mir gerade übelst Lust auf das Mario Bros. 1, aber die SNES-Version von All-Stars, Mann. Boah, da hätte ich auch mal übelst Bock zu Let's Playen, aber ich glaube, ich habe keine Plattform, wo ich das Let's Playen habe. Vielleicht meine Wii? Ich muss mal schauen. Aber Mario Bros. 1 ist übelst gut. Ich lenke voll ab, ich sollte eigentlich eher die Strecke so ein bisschen bewerten, aber ich glaube, ihr seht ja auch genug selbst. Das wäre so eine Kleinigkeit, hätten wir uns. Das war der vom Intro. Ei, ei. Also die CPU fährt, finde ich, für das, dass sie die Strecke nicht kennt, auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob allerdings Mr. Bean und Cheddar's die CPU auch extra hier umprogrammiert haben, das weiß ich nicht. Also da müsst ihr, falls ihr mehr wisst, mich auf dem Laufenden halten, da weiß ich nicht so viel Bescheid. Musik habe ich jetzt keine Custom-Musik rein. Ich habe nämlich auch schon gesehen bei YouTubern, dass es Custom-Musik man sich in das Spiel reintun kann. Es gibt so einfach so viele Möglichkeiten bei Mario Kart Wii. Das macht das Spiel auch wahrscheinlich so geil. Ah, das ist das Ziel. What the hell? Wohin fliege ich? Lol, ich fliege einfach über die ganze Map. Fliege ich jetzt so an den Anfang zurück? Holy. Ich fliege an den Anfang. Okay, das ist echt krass gemacht, Mann. Okay. Das ist eine richtig coole Anfangsstrecke, die mir schon mal richtig Bock auf den Rest des CTGP, was jetzt passiert, den Rest von CTGP macht, ist richtig cool. Ich werde jetzt nicht, aber in Zukunft werde ich jetzt ab sofort diese Ladezeiten hier rausschneiden, aber jetzt noch nicht, weil ich es jetzt gerade sozusagen announced habe. Ab jetzt werde ich die Ladezeiten dann rausschneiden hier, bis wenn ich die nächste Strecke so auswähle. Auf jeden Fall GBA Cheap Cheap Island ist eine altbekannte Strecke, die aber nicht an sich in Mario Kart Wii geremaked reingebracht wurde, aber in den CTGP schon. Kenne ich die Strecke? Nein, ich glaube, ich kenne sie nicht. Das ist, ihr müsst wissen, ich habe GBA nie gespielt, also diesen Gameboy Mario Kart Teil. Ich habe viele Mario Kart Teile gespielt, aber nicht den Gameboy Teil. Und auch, ja, auch nicht, glaube ich, den Super Mario Kart, also den allerersten auf SNES, glaube ich, auch nicht. Doch, kann sein mal, aber nicht viel, wenn dann. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie diese schnieke Strecke funktioniert. Aber ich... Oh Gott, oh. Okay, darf man durch das Grüne fahren? Ich bin gerade ein bisschen durchgefahren, aber das heißt nicht, dass man durchfahren darf automatisch. Also Leute, trustet nicht mit mir zu viel hier. Okay, hier war ein schöner Beschleunigungsstreifen. Ich hoffe, ich muss ein bisschen auch mich immer auf die Map, an der Map orientieren, weil ich diese Strecke halt auch nicht kenne. Die Map ist für mich eine sehr wichtige Sache in GTGP, sage ich jetzt schon mal. Oh, fuck. Ah, das war nicht gut. Und ich darf natürlich auch nicht zu viel fluchen. Okay, das sieht für mich nach den... Oh, das sind 3 Runden vor allem. Uiuiuiui, das sieht richtig verwirrend teilweise aus, diese Strecke. Aber nichtsdestotrotz, coole Sache. Es kann übrigens auch ab und zu der Fall sein, also mir ist es bisher nur ein einziges Mal passiert, dass der CTGP plötzlich abstürzt halt. Der kann passieren. Mir ist es bisher, wie gesagt, nur einmal passiert und ich habe schon... ganz schön oft mal so ein bisschen gespielt, also wie gesagt, ich habe die meisten Retro-Strecken, nur die hier neu reingebracht wurden, angeschaut, so zum Beispiel DS-Retro-Strecken und sowas, die ja hier nicht viele gab, außer, welche gab es hier, warte mal, lass mich mal überlegen, welche DS-Retro-Strecke wurde denn hier reingemacht, legit. Ich bin gerade echt überfordert. Da ist ein Stern, den nehmen wir dankend an, Mann. Holy, wie krass, dass auf deinem Stern einfach rumlag. Wieso sag ich nicht nein, Mann? Da lag einfach so ein Stern, Leute. Aber wenn das mal keine freshe Aktion ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ich versuche auch immer so ein bisschen mehrere Wege zu zeigen, falls es mehrere gibt. Aber ja, ich muss ein bisschen focused sein, weil ihr müsst wissen, ich muss hier so ein bisschen multitasken. Ich muss die Strecke kennenlernen, ich muss kommentieren und ich muss versuchen, euch ein bisschen was auch von der Strecke natürlich zu zeigen. Und nebenbei vielleicht noch versuchen, möglichst gut positioniert zu sein. Im besten Fall natürlich Erster. Das ist natürlich... ein bisschen Multitasking hier. Aber ich versuche mein Bestes, um alles für euch zu machen. Kein Problem. Wie gesagt, ich bin kein Mario CTGP, was heißt CTGP? Ich meine allgemein kein Mario Kart Wii Profi. Also erwartet von mir, wie gesagt, kein ultra skilliges Gameplay, was die Fahrweise angeht. Ich gebe mein Bestes, aber erwartet keine Wunder von mir, bitte. Danke. Es soll ja einfach zur Unterhaltung dienen und für die Leute, die die Strecke noch nicht kennen, vor allem natürlich dann als Hype, dass sie kennenlernen können. Oh nein, ich wollte eigentlich nicht auf die Rampe. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Stunt ausgeführt, weil ich nicht auf die Rampe wollte eigentlich. Mich wundert, dass wir bisher gar keinen blauen Panzer hatten in der Runde. Das also mehr als Runde, ich meine im Cup. Weil Mario Kart Wii ist dafür bekannt, dass sehr viele blaue Panzer kommen. Aber bisher ziemlich blauer Panzer los. Und somit haben wir auch die zweite Strecke ziemlich souverän absolviert, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Und dann geht's gleich weiter zur dritten Strecke. Die dritte Strecke, oh, welche waren das jetzt gleich nochmal? Ihr werdet es gleich sehen, weil ab jetzt, wie gesagt, cutte ich. Ich werde es gleich im Auswahlmenü sehen, also bis gleich. Ja, Leute, es ist der ASDF-Kurs. Ich hab's vergessen, aber mir ist es dann, genau wo ich gekatzt habe, wieder eingefallen und also vom Intro her kann ich schon mal nicht viel zu dem ASDF-Kurs sagen. Mal sehen, wie das wird. Das kann ja nur heikel werden, ey. Oh Gott, ich sehe jetzt schon das. Oh, was ist das denn? Das ist ja fast Baby Park, weil ich sehe gerade 5 Runden. Keine Items oder wie? Doch da. Holy, diese Strecke ist voll verwirrend, Mann. Ich habe gesehen, dass es ein Stunt sein sollte. Okay, diese Strecke ist sehr komisch. Die ist sehr kurz und sehr komisch. Ich weiß nicht, ob ich zu dieser Strecke sagen soll, großartig. Die Strecke ist weird. Also verzeiht mir, Leute. Also sie ist sehr kurz gehalten und sie hat einfach nur schwarzen Boden. 5 Runden halt eben, also Baby Park. An sich hat Baby Park immer 7 Runden gehabt, aber auf der Wii hat Baby Park auch nur 5, glaube ich, so war's. Und da ist es ja regulär geremaked worden auf der Wii. Das der Baby Park. Der wurde ja eh, glaube ich, voll oft geremaked. Der wurde auf der Wii wurde er geremaked. Also auf dem Gamecube gab es ihn und im 8er wurde er auf jeden Fall auch geremaked. Ich glaube im 7er nicht. Kann sein, dass ich jetzt gleich in eine richtige Bredouille komme, wenn ich jetzt hier tatsächlich Leute überrunden sollte. Weil das ist auch beim Baby Park so eine Sache, wenn man nämlich das schafft, zu schnell zu sein, und das passiert dann ganz schnell bei Baby Park, und dann von den Last Place Leuten ihren Items kaputt gemacht wird, dann kann das ziemlich böse enden für einen. Baby Mario ist letzter, denke ich jetzt mal. Und ja, eine sehr kurze Strecke, ist trotzdem eine nette Idee, so eine Art Baby Park 2.0 zu haben. Ist aber länger wie Baby Park auf jeden Fall und trotzdem die 5 Runden, heißt man hat hier auf jeden Fall längeres Chaos. Versuche ihn nochmal zu snipen, ist mir nicht gelungen. Und ja, wir sind Erster geworden. Ich glaube, Birdo ist Zweiter. Ja. Und dann sind wir da eigentlich recht solide durchgekommen. Es ist eine komische Strecke, aber ich finde sie jetzt nicht schlecht. Aber diese Ansicht hier ist wirklich sehr komisch. Hat er da so eine Art Gravity-Strecke versucht nachzumachen irgendwie? Ich weiß es nicht. Also von Mario Kart 8 und so, weil da wisst ihr ja Gravity. Okay, aber ansonsten echt coole Strecke, weil es halt im Prinzip wie ein Babypark bloß größer ist. Also ist es okay. Sieht jetzt vielleicht nicht so spannend aus wie der Babypark, aber es ist eine okay Strecke. Wir sind hier erst beim ersten CTGP Cup. Ich glaube, das waren die ersten Anfangsstrecken, die Mr. Beans gemacht hat. Also ist das voll okay. Später werden die da wahrscheinlich noch richtig krass, wobei ich echt sagen musste, die erste Strecke, die war schon echt heftig gut. Also sehen wir uns im letzten Rennen. Bis gleich. Ja, die letzte Strecke ist der Sky Shrine und wenn ich das sehe, das sieht ja schon mal richtig vielversprechend aus. Also das sieht ja mal obercool aus. Das sieht cool aus und ich freue mich jetzt schon, diese Strecke zu fahren. Mal sehen, wie die wird. Die sieht echt cool aus, die Strecke. Legen wir mal los. 3 Runden, alles klar. Sieht nach einer recht normalen Strecke auf der Map aus. Hat die Pilzschlucht-Musik. Ich glaube, ist das... Wow. Nein! Oh oh, ich glaube, wir sind in Problemen. Nein, sind wir nicht. Wir haben Glück gehabt. Außer die Audio, die hat sich jetzt wahrscheinlich echt nervig angehört, wegen diesen ganzen Sounds, die halt immer die Wii-Fernbedienung machen. Okay, hier sind wir geradeaus mit Spray. Ja, dann hier lang. Also sieht bisher... Man muss halt auch viel, wie gesagt, auf die Map achten. Da hätte man jetzt auf der anderen Seite, glaube ich, rein müssen. Oder können. Das versuche ich vielleicht in der nächsten Runde. 3 Bananen sind sehr nice. Die CPU fährt halt auch echt gut, deswegen habe ich ja gesagt, weil es blind ist. Und die CPU auch auf normal eigentlich die Strecken. Die CPU kennt halt die Strecken. Deswegen reicht mir das auf normal, weil auf schwer würde ich da wahrscheinlich echt abfailen. Und so richtig loosen. Kann ich verzichten drauf sozusagen. Aber ich glaube, mein Mario Kart Wii Skill ist verglichen, wenn man die alten Videos sieht, schon deutlich gestiegen. Bei meinen alten Videos habe ich auf jeden Fall noch die Automatiksteuerung genutzt, das weiß ich. Und ich glaube, ich bin auch nicht ganz so skillig gewesen im Mario Kart Wii damals. Bei meinem Let's Play, was noch mit Handy abgefilmt wurde. Da hatte ich ja noch keine Capture Card. Da war ich, glaube ich, noch bei weitem nicht so gut. Ne, ich will jetzt nicht übertreiben, ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein oberkrasser Superskiller bin. Aber ich bin auf jeden Fall besser wie damals. Aber ihr seht, trotzdem nicht gut genug, weil die CPU klebt trotzdem hinter mir, genau. Also Birdo. Das verstehe ich eh nicht. Ich fahre, laut meines Erachtens fahre ich gerade ziemlich gut. Vielleicht sogar für, das war jetzt ein Fehler gerade, aber ansonsten, vielleicht sogar für die Competitive-Verhältnisse fahre ich akzeptabel, dass ich vielleicht im mittleren Bereich nicht halten würde. Falls ihr das besser ist, könnt ihr mich natürlich korrigieren. Wenn ich total scheiße trotzdem fahre, dann sagt mir das gerne. Firehooping kann ich nämlich nicht und ich glaube, das gibt's in Mario Kart Wii. Zu dem 8er wurde es rausgenommen, aber im Wii gibt es das, glaube ich, Firehooping. Also dieses, dass wenn man halt einen Fuß hat, dass man die ganze Zeit so rumhüpft, so irgendwie so, keine Ahnung. Das ist, ich habe gerade versucht zu zeigen, aber kann ich halt eben nicht. Ich frage mich immer, ob diese Dächer hochkommen, wenn man schnell genug ist, aber man hat hier halt so einen Beschleunigungsstreifen, der setzt eigentlich sozusagen das Tempo, also glaube ich nicht, dass man hier auf diese Dächer hoch kann. Oh, da ist der erste blaue Panzer. Das war natürlich sehr doof getroffen, der blaue Panzer, weil wir damit weit gefallen sind und lange in der Luft waren und lange keine Beschleunigung hatten und somit sehr viel Vorsprung verloren haben. Aber ansonsten läuft es schon hier. Die Strecke ist ganz cool. Ich habe jetzt vielleicht bisschen mehr erwartet. Ich will jetzt nicht kritisch urteilen, weil ich glaube, sowas zu machen ist richtig schwer. Da habe ich auch riesen Respekt vor. Ich urteile einfach nur, wie ich die Strecken, wie sie mir gefallen. Ich urteile nicht nach dem, ob es schlecht gemacht ist, sondern nur, wie sie mir gefallen. Ich habe jetzt mehr erhofft bei der Strecke nämlich. Ich dachte jetzt, sie wird so richtig cool mit den Drachen, dass die da irgendwie eine Gefahr oder so darstellen, aber ist im Endeffekt einfach nur eine Ruine sozusagen, die man da entlang fährt. Kann sein, dass das aus dem Spiel ist, das ich jetzt nicht kenne gerade. Kann natürlich auch sein. Aber hat trotzdem Spaß gemacht zu fahren, diese Strecke. War eine solide, ganz normale Mario Kart Strecke. Hat gebockt, auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich die volle Punktzahl geholt, obwohl ich alle Strecken nicht kannte. Also da bin ich schon mal überrascht an der Stelle. Die volle Punktzahl. Wir legen da also schon mal gut los, würde ich sagen. Schauen wir uns nochmal die Siegesszenen an, weil da kann es nämlich ab und zu sein, dass es zu Bugs auftritt, sage ich jetzt mal. Also keine schlimmen Bugs, sondern nur... Okay, diesmal nicht. Es ist dann halt manchmal so, dass man unter der letzten Strecke, die man gefahren ist, irgendwie so hier mit dem Siegerkäppchen steht. Das ist ganz lustig irgendwie. Das hier ist die normale Siegesding, also diesmal ist dieser Bug auf jeden Fall nicht da. Ist nichts Schlimmes, ist einfach nur eine lustige Sache. Und somit haben wir den Blue Park Cup ziemlich gut gemacht, würde ich sagen. Das war's dann aber auch mit dem ersten Part von Mario Kart Wii CTGP. Wenn euch der Park gefallen hat, würde ich mich doch über einen Daumen hoch freuen. Und dann schaltet doch auch gerne das nächste Mal wieder ein. Und stimmt, am Ende wollte ich jetzt erwähnen. Es wird vielleicht auch mal Together-Videos zu diesem Spiel geben, weil es gibt ja auch einen Online-Modus, aber dazu noch nicht mehr an der Stelle. Ne? Und dann sehen wir uns im zweiten Cup, im nächsten Part beim Big Mushroom Cup. Also unbedingt das nächste Mal wieder einschalten und Daumen hoch da lassen. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao, euer Andy Gamer.